Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer. Heute mal ganz classy vorgetragen. Uiuiuiui. Ich war vorhin beim Training, ich habe EMS gemacht und war cool. Wurdest du richtig durchgeschüttelt? Ja, total. Richtig heftig. Uiuiuiui. Wer uns kennt, weiß, wir sind zwar von Grund auf böse Menschen, aber ein paar Dinge, die lieben wir dann doch. Zum Beispiel ausgedehnte Brunches, hemmungslose Kissenschlachten mit volljährigen Fangirls. Uns lieben wir auch. Und wir lieben Promi-Flash-Beiträge. Ja, die liebe ich, die finde ich klasse. Ja. Vergangene Woche ist etwas Episches passiert. Wir waren in gleich zwei Beiträgen. Ja. Im ersten, da ging es darum, dass wir beiden Teil der neuen DSDS-Jury werden. Haben wir auf jeden Fall genauso gesagt. Und den Beweis, kein Fake, gibt's jetzt für euch. Sitzen diese YouTube-Twins bald in der DSDS-Jury und treten die Nachfolge von Tom und Bill Kaulitz an? Denn diese Twins haben auch Bock auf Plätze neben Dieter Bohlen. Also wir sind Worldwide Wohnzimmer, ich bin der Benny. Ich bin der Dennis, hallo. Und wir haben einen YouTube-Kanal, da machen wir quasi eine YouTube-Late-Night-Show. Und wir würden es auch machen, oder? Ja, neben HP sitzen ist eine unglaubliche Ehre, würde ich sehr gerne machen, auf jeden Fall. Toll, oder? Super. Ich war gerade in der Badewanne. Ich habe meine Badewanne nur mit Eis gefüllt und mit Maracuja-Saft. Das soll entschlackend wirken. Dann ging gerade der Puls wieder runter und dann kommt der nächste Beitrag über uns. Wo ging es denn da? Man könnte es einen Promo-Film nennen. Ja, bitteschön. Diese bissigen Zwillinge wissen, worum sich der YouTube-Klatsch dreht. Dennis und Benny Wolter machen Jagd auf die größten Online-Skandale in ihrer Show Worldwide Wohnzimmer. Wir haben einen YouTube-Kanal, da machen wir quasi eine YouTube-Late-Night-Show und wir behandeln YouTube-Themen und behandeln den größten Klatsch und Tratsch, wie ihr quasi, bloß in lustig. Die Videoideen zu Bibi, Heinecke und Co. gehen den Twins auch so schnell nicht aus. Ist Bibi wirklich kleinwüchsig? Das ist die Frage. Wo ist Lion TV zum Beispiel? Wo ist er? Ja. Das sind so die Fragen, die durch unsere Köpfe geistern nach Feierabend. Ganz toll. Besser hätte ich nicht schneiden können. Vielen Dank, Herr Promi-Flash. Kommen Sie doch mal zu uns zu Gast, dann flashen wir mal eine Runde. Ja. Seit Wabab ist auf YouTube Sommerloch angesagt. Nichts passiert. Sommer. Es ist ein bisschen so, als hätte Bibi Song jedes winzige Leben oder jedes winzige Lebenszeichen auf YouTube völlig zerstört. Und man könnte quasi sagen, Wabab ist das Hiroshima der YouTube-Szene. Keine Romane, ihr Quatschen. Also. Was macht Bibi? Macht sie sich Gedanken? Denkt sie nach? Ich glaube, die lebt ihr Leben jetzt gerade aktuell. Mit all Vorzügen. Dazu kommst du ja jetzt. Genau, sie hat ihr Leben gelebt und diesen Snap hier hochgeladen. Da knutscht die Bibi mit einem anderen Girlie. Bibi knutscht rum. Da habe ich ja im Prinzip nichts gegen. Hast du schon mal mit Mädels geknutscht? Benni, wir sollten es wie Clemens Alives Innenschenkel machen, noch näher zusammenrücken und uns darüber Gedanken machen, dass es ja auch viele YouTuber gibt, die plötzlich weg sind. Ja. Wo sind die? Aktenzeichen www. Wo sind die verschollenen YouTube-Stars? Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um ihre Mithilfe. Hallo, liebe Freunde bei Aktenzeichen www. Wir haben uns natürlich vier YouTubers rausgesucht, die seit langer Zeit verschwunden sind. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Ganz, ganz mysteriös. Und wir versuchen heute, Licht ins Dunkel zu bringen. Ganz wichtig für euch, liebe Community, ihr könnt natürlich bei der Suche helfen. Ihr könnt jetzt live während der Sendung auch dem Hashtag Aktenzeichen www eure Lieblings-YouTuber oder eure YouTuber, die ihr nicht mehr seht, die ihr nicht mehr findet, antweeten bei Twitter. Und schreibt in die Kommentare, ganz wichtig, welchen YouTuber vermisst ihr? Benni, welchen YouTuber hast du gefunden? Wir haben heute hier insgesamt vier, das können wir schon mal sagen. Können wir sagen. Ich habe schon mal zwei vorbereitet und zwar ist der erste YouTuber Lion. Lion. Wobidu. Timo ist seit dem 26.04.2017 spurlos verschwunden. Seine besten Freunde und geschätzten Junau-Kollegen machen sich bereits sehr große Sorgen. Hallo, wo bist du? Sein letztes Lebenszeichen war zum Beispiel ein Video auf YouTube. Männliche YouTuber als Frauen. Wir sind bei dir in Deutschland oder wo geht die Reise? Wir befinden uns aktuell in Deutschland, ja. Okay. Auf Twitter hat er verschiedene Bilder mit den Koslowski-Brüdern retweetet und hochgeladen. Ich glaube, dass Timo sich in einer Findungsphase befindet. Der Hype ist weg. Neue Sneaker hat er auch nicht, die er seinem Publikum zeigen kann. Ja, wenn der Hype weg ist, hat man kein Geld für neue Sneaker, würde ich sagen. Genau, und die angesammelten Pfandflaschen reichen vielleicht für zwei Döner und eine Flasche Bier. Timo sucht meiner Meinung nach gerade nicht nur das nächste Pokémon und den besten Lieferservice, sondern er sucht sich selbst. Ja, was ist denn, wenn er sagt, pass auf, ich bin hier in Deutschland natürlich immer noch zu berühmt.
ich muss mal was ganz Neues sehen. Hältst du das für möglich? Wo hat sich deine Spur verlaufen? Meine Spur hat sich in Düsseldorf-Solingen verlaufen. Er hat meiner Meinung nach nicht die finanziellen Mittel, um aus Deutschland auszureisen. Oh, deswegen, ihr könnt ihn auch gerne antweeten mit dem Hashtag Aktenzeichen www oder bei Instagram kommentieren oder sonst was. Wir suchen Lions. Ihr müsst helfen. Welche Person hast du gesucht? Leon Mascher. Oh, oh, oh. Wo ist der Mann? Wo ist der Mann, Benny? Seit wann ist Leon verschwunden? Das finde ich auch ganz interessant für die Zuschauer. Seit dem 10.04.2017. Das ist schon eine längere Zeit. Die Hamburger Polizei macht sich auch große Sorgen, lieber Leon. Melde dich mal. 110. Was war das Letzte, was er hochgeladen hat? Sein letztes Lebenszeichen war ein YouTube-Video, das heißt Statement. Wieso ich verhaftet wurde. Das war sein letztes YouTube-Video. Auf Twitter ist er offline, jetzt halte ich fest, seit dem 10. April 2017. Boah! Und jetzt kommen wir schon zur nächsten Spur. Und zwar ging es in seinen letzten Tweets um Dates mit einem gewissen Klengarn und mit einem gewissen Der Haider. Mit denen wollte er sich offiziell treffen und danach kam nichts mehr. Uiuiuiuiuiuiui. Genau, vielleicht haben diese beiden dubiosen Typen was mit dem Verschwinden von Leon Mascher zu tun. Man weiß es nicht. Aber der Mann kommt ja auch aus Albanien. Vielleicht ist er nach Albanien gelaufen. Also haben wir zwei Spuren. Wir haben zwei Spuren. Wenn ihr eine Ahnung habt, wo die YouTube-Stars sein könnten, dann schreibt diese Ahnung mal in die Kommentare. Und wir werden das kommentieren und bearbeiten. Und natürlich bearbeiten und verfolgen. Ich habe auch noch zwei YouTuber, die schon seit längerer Zeit weg sind. Aber die gibt es erst nach einer kurzen Pipi-Pause. Und die verbringt ihr mit Fabian. Von Was mit Fabian? Und warum sollte man dich abonnieren? Jeder YouTuber hat für diese Frage eine Liste auswendig gelernt, falls man auf einer Party auf diesen einen Höhlenmenschen trifft, der einen noch nicht kennt und der dann nicht genug Desinteresse zeigt. Hier ist meine Liste. Abonniert mich, weil ich die staatlich vorgegebene Jump-Cut-Rate erfülle. Meine Thumbnails sind bunt und bringen Farbe in die Abo-Box. Ich bin noch am Beginn meiner Karriere, ich habe noch nicht mal einen Song gemacht. Wenn ihr jetzt dabei seid, könnt ihr also später sagen, früher war besser. Außerdem gibt's doch fast keinen guten Content mehr auf YouTube, seit ApoRed's Videos fast alle offline sind und Leon Mascher nichts mehr macht. Abonniert mich, weil meine Videos weniger Zeit verschwenden als Let's Plays. Und weil ich euch in jedem Video zum Abo auffordere. Es muss sich also lohnen. Wolltet ihr gar nicht hören? Dann habt ihr wohl nicht genug Desinteresse gezeigt. Herzlich willkommen zurück bei Aktenzeichen www. Ja, irgendwie sowas. Wir suchen YouTube-Stars. Ich bin komplett durch. Weil es auch natürlich ein sehr emotionales Thema ist. Total. Unsere Favoriten-YouTuber sind einfach weg. Nebelnik, Benny, ist auch schon sehr lange weg. Das stimmt. Ja, der ist ja ganz schnell ganz hoch gekommen auf YouTube und jetzt hat er seit 7 Monaten schon kein YouTube-Video mehr hochgeladen. Wie kann das sein? Ja, ich glaube, dass Nebelnik eine Plantage in Argentinien eröffnet hat. Und zwar, dort pflanzt er essbares Bilou an. Nebelnik ist ja ein ganz großer Bilou-Fan, hat schon ganz oft gegessen. Man sagt nämlich, dass Adolf Hitler auch nach Argentinien ausgewandert ist. Ich hatte ja Nebelnik eine Bilou-Plantage mit Adolf Hitler. Wenn ihr Hinweise habt, natürlich, wie gesagt, twittert ihn an, Hashtag Aktenzeichen www und contact@twintv.de. Kommen wir zum letzten Fall und zwar zu Julians Blog. Bist du ein Julians Blog-Fan? Ich bin Fanboy quasi. Bist du ein Fanboy? Ich bin Fanboy, ja. Ich habe herausgefunden, dass Julians Blog den Weg nach Thailand gefunden hat und der ist dann in ein Schweigekloster gegangen. Hast du da auch Beweise für? Ich habe keinerlei Beweise dafür. Es könnte auch komplett aus meinem Gehirn stammen. Aber wir müssen mir ja ein bisschen vertrauen. Ich habe das im Gefühl. Liebe Freunde, auch hier wieder. Habt ihr ihn gesehen? Schreibt uns. Ja, liebe Freunde, wenn euch diese Rubrik gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt natürlich noch dran. Hier kommt noch ganz schade, viel heißer Scheiß. Schade, dass Waititi nicht vermisst wurden, ne? Was? Schade, dass Waititi nicht weg sind. So, meine lieben Freunde, Was steht denn jetzt die nächsten Tage an? Ist das eigentlich ein Stilmittel, sich gegenseitig zu unterbrechen einfach? Ich wollte dich nur fragen, was ansteht. Ich habe doch gerade angefangen zu sprechen. Fang nochmal an. Und das steht in dieser Woche an. Morgen um 17 Uhr gibt es ein Interview mit Ai Blali. Und du hast ihn letztens so gut nachgemacht. Mach nochmal ganz kurz. Hey, jetzt bin ich wieder. Genau. Am Donnerstag um 17 Uhr. Danke dafür, Ai Blali. Die große Show. Auch Julian Bam wird dabei sein. Lasst euch überraschen. Und am Sonntag um 17 Uhr gibt es ein Hater-Interview mit dem Haider. Und das ist schon ein bisschen länger als sonst, weil der Kerl kann ja auch wohl was ab. Ist ein paar Jahre älter, ein paar Tage. Auf Worldwide Wiedersehen und... Farewell.